Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal KLF Gaming. Mein Name ist Markus und neben mir sitzt wieder der kleine, laute, freche Niklas. Hallo! So, wie ihr sehen könnt, spielen wir heute Skylanders Spyro's Adventures auf der Xbox 360. Wir haben dazu extra unsere Skylander entstaubt und zurückgesetzt. Und wir werden das Ganze hier Folge für Folge spielen. Wir haben eine kleine Armee von Skylandern zusammengestellt. Und wir spielen Skylander im Abenteuermodus. Und wir starten ein neues Spiel. Wir nehmen da den ersten Speicherplatz, den leeren. Sei gegrüßt, junger Portalmeister. Und jetzt lauschen wir den Prolog. Ich habe dich schon erwartet. Ich bin Ion. Ich führe dich durch diese Welt. Aber wo bist du, fragst du vielleicht. Dies sind die Skylands. Eine antike Welt der Wunder und Mysterien. Über Generationen hinweg haben die Portalmeister und ihre Skylander hier den Frieden und das Gleichgewicht bewahrt, damit alle Wesen leben können. Alles, was du hier siehst, wird von Magie durchströmt. Jeder Stein, jeder Baum, jedes Tier. Aber jetzt ist unsere Welt in großer Gefahr. Die Finsternis breitet sich aus. Die Skylands brauchen deine Hilfe. Ein großes Abenteuer wartet, junger Portalmeister. Ich habe meinen treuen Gehilfen Hugo zu dir geschickt. Wir hören uns. Schon bald. So, wir sind also in den Skylands. Diese wird von der Dunkelheit bedroht. Und wir werden jetzt den Hugo kennenlernen. Wow, sieh mal, wie viele Ballons abheben. Das erleichtert die Parkplatzsuche. Die heben nicht nur ab, sondern sie fliehen. Da liegt was ganz furchtbar im Argen. Ach so, das erklärt auch die fliegenden Felsen. Bist du sicher, dass das ein guter Plan ist? Geh schon, Flynn. Such dir einen erhöhten Platz. Wir treffen uns an der anderen Stadtgrenze. Claro! Viel Glück, Hugo. So, Kapitel 1. Die Trümmerinsel. Und das ist also Hugo. Jetzt fehlen nur noch wir. Meister Ion hat gesagt, es würde Hilfe kommen. Ich soll genau hier warten. Erst explodiert der Kern, dann fange ich an, Stimmen zu hören und jetzt stehe ich mitten in einem Dorf, das von wer weiß was in Stücke gerissen wird. Ich bin eindeutig verrückt. Es ist soweit, Portalmeister. So, dann setzen wir mal einen Skylander aufs Portal. Und zwar werde ich den Stealth Elf spielen. Oh, ein Skylander! Ihr seid zurück. Meister Ion hatte recht. Er hat also wirklich einen neuen Portalmeister gefunden, der uns hilft. Ich habe natürlich nie daran gezweifelt. Ich weiß, dass du zuschaust, oh großer Portalmeister. Ich bin Hugo und wir haben viel zu tun. Das Dorf braucht uns. So, und weil ja nicht nur ich spiele, sondern auch der Niklas. Und weil das Spyro's Adventures sind, wird der Niklas Spyro spielen, und zwar den Dark Spyro. Der andere steht uns nicht zur Verfügung. So, da haben wir jetzt die gelöschten Skylander, ohne Fähigkeiten, ohne Geld. Und wir müssen uns erst einmal daran... Oh. Ah! Okay. Da kann ich mich unsichtbar machen und mit dem Schwert kämpfen. Gut. Wir können loslegen. Gehen wir in die Stadt. Schauen wir, was da los ist. Warte auf mich. Okay. Komm, mein kleiner Drache. Hilfe! So, und immer schön umsehen, damit wir nichts vergessen. Ich habe eine Münze. Du hast eine Münze. Nicht. So, da sehe ich wieder Fässer. Ich grüße dich, junger Portalmeister. Ich, Ion, werde dir helfen. Benutze deinen Skylander, um durch Hindernisse und Trümmer zu brechen. Okay, ich glaube, wir können... Wir haben gehört, die Skylander wären alle fort. Aber es ist so toll, dich zu sehen.
Die Hauptstraße wurde zerstört und die Leute stecken alle drinnen fest. Das ist sehr gefährlich. Na, dann müssen wir sie befreien, oder? Es könnte helfen, wenn du diese Mauer einreißt. Vielleicht klappt es ja mit der alten Kanone da. So, aber es gibt noch... Markus, wir haben da hinten was klein... Was? Fass vergessen. Ah. Fass vergessen. Gottes Willen. Oh, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Okay, da geht's nicht weiter. Ja. Dann auf zur Kanone! Nutze Aktion, um die Kanone abzufeuern. Boom. Flieht, flieht! Warte mal kurz. Ja, genau. Ah, ein Insider, der kennt den Trick. Ja, das würde, glaube ich, jetzt reichen. So. Hier ist ein Schlüssel. Hey, du bist doch ein Skylander, oder? Ich wusste gar nicht, dass ihr hier seid. Wir brauchen wirklich eure Hilfe. Wir sind sogar zwei Skylander. Kannst du den Schlüssel holen und uns rauslassen? Na dann befreie die Armen. Sperr ihnen die Tür auf. Oh, ich sehe eine Schatzkiste. Oh, ich sehe sie auch. Na dann, schüttel, rüttel, schüttel, rüttel. Das musst du machen. Achso. Na, weg mit den Schlössern. Münzen, Kohle, Kohle. Münzen. Happy Hour. Ich sehe da vorne was. Was? Schau, mit denen kann man reden. Am anderen Ende des Dorfes passiert etwas Schreckliches. Okay. Da passiert etwas Schreckliches. Hier, ich habe dein Sparschwein gefunden. Ja, cool. Was machst du? Das dreht sich. Legendärer Schatz, ein Sparschwein. Cool. Okay. Das habe ich mir aber... Bombe. Irgendwie interessanter vorgestellt. Boom. Dann schießt er auch nochmal. Ne, geh nicht mal. Okay. Und was ist da drüben, Markus? Das da drüben, Markus. Schlüssel. Hier. Ja, warte, da müssen wir ja rübergehen. Aber schau mal da. Mit einem Schlüssel. Komm mal her zu mir. Ich glaube, das sieht man von da schon. Siehst du da rechts unten? Da ist ein Portal. Da. Aha, das ist, glaube ich, Technologie, oder? Ja, aber da müssen wir schauen, wie wir da runterkommen. Ja, Magie, oder? Da müssen wir schauen, wie wir da runterkommen. Hier, Schlüssel öffnen, Markus. So. Warte. Aber warte mal, bevor wir da... Also, hier ist das Tor. Komm mit nochmal. Ich möchte noch schnell was... Vielleicht nochmal durch Häuser? Nein, ich möchte schnell mal was aufbauen. Okay. Da gibt's nämlich... Okay. Weil irgendwo soll man mit einer Kanone dann ein Haus wegschießen können. Oder kann man die drehen? Nein. Okay. Und dann bekommt man da irgendwo einen geheimen Zugang. Und dann die Kanone schießt ja auch sonst nirgendwo. Ich hoffe, es kommt noch eine. Was bin ich froh, dass die Skylander hier sind. Hoffentlich gibt es mehr von euch. Wir haben ein gewaltiges Problem. Ja, wir haben eine ganze Armee mitgebracht. Die Brücke ist nicht passierbar. Und es sind noch Leute auf der anderen Seite der Schildkrötenschlucht. Oh je, ich hoffe, es geht ihnen gut. Blaubass da drüben kann die Schildkröte nicht bewegen. Hilfst du ihm bitte? Natürlich helfen wir ihm. Schildkröte. Dafür sind wir hier. Zum Schildkrötenschieben. Hi, Schildkröte. Die schaut aber knuffig aus. Du bist ein Skylander, oder? Gut, dass du gut erkannt. Mein Gehirn ist ziemlich groß. Aber meine Muskeln sind schwach. Ich brauche einen starken Helden wie dich, der mir hilft, diese Schildkröte zu bewegen. Dafür gibt's uns ja einen Doppelpack, um den Weg nach vorn frei zu machen. Wie viel? Nicht wie weg hier! Danke! Hi, Schildkröte. Hallo, Schildkröte. Hallo, du da unten! Hallo, du da oben! Ich bin Flynn. Hugo hat gesagt, dass ich auf dich warten soll. Du kommst gerade rechtzeitig. Ich weiß, was diese Insel zertrümmert. Komm mal her, dann zeige ich's dir. Aber ich hab da irgendwas gesehen. Benutze die Sprungkissen, die Federn. Ja, das siehst du dann von oben am besten. Ja, warte, hier. Hier, die kann man schieben, Markus. Die Schildkröte. Oh! Hey, cool! Da ist ein Weg! Da ist ein Weg!
zu Magie! Du brauchst einen Magie-Skylander. Na, wie gut, dass du ein Magie-Skylander bist. Magie-Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Cool. Dann lass uns mal durchgehen. Lauter Schildkröten. Ui, ui, ui. Hallo, hallo, hallo. Da ist ja irgendwas oben. Ein Seelenstein. Für? Das schaut aus wie der Chop-Chop. Der Chop-Chop. Verwunschene Knochennägel für Chop-Chop. Ja. Das schauen wir uns doch an, oder? Ja, ansehen. Wow. Der schaut cool aus. Ja, diesen Skylander haben wir auch am Start, wenn es sein müsste. Ah, da ist noch. Ein Geschenk. Ich tu's mal rücken. Geschenke, Geschenke. Ja. Oh, ein Wikingerhelm. Cool. Plus 5 kritischer Treffer. Möchtest du den aufsetzen? Ja. Ja, dann. Oh yeah. Spyro mit dem Wikingerhelm. Uah. Nicht runterfallen. Magie, Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Ja, ich bin Magie. So, dann nichts mehr rauf zum Flynn. Und was ist hier? Hier geht's nicht weiter. Hier ist nicht mehr weiter. Oh. Eine Schriftrolle. Dass wir alles finden. Oh ja. Form und Größe der Portale sind unterschiedlich. Aber durch die Kontrolle eines Portalmeisters können diese mystischen Geräte 2 Punkte in Raum, Dimension und, wenn wir den alten Legenden glauben dürfen, auch Zeit verbinden. Portalmeister können dann Skylander und Magie auf die andere Seite schicken. Das ist doch cool. Okay. Oh. So. Hey! Ich war schon unten. Siehst du den Wirbelsturm? Ganz schön heftig! Aber ich habe eine Idee! Wir machen das jetzt! Wow! Okay, Deckung! Oi, oi, oi. Absprung! Jumpy-Grube, hä? Mhm. Das war knapp. Ist schon okay. Geh einfach weiter. Ich drehe eine Runde und wir sehen uns dann später wieder hier. Okay. Okay. Jumpy-Grube. Okay, da ist eine Kiste, da kann man nicht drüber. Was soll man hier machen? Ah, du bist es. So ein Glück. Ich würde diesem Wirbelsturm gerne kommen. Nur die Monstertore sind im Weg. Monster stecken sich ein Gebiet ab, in dem sie diese Tore bauen. Und diese hier sind besonders fies. So hungrige kleine Chompies. Okay, wo sind die? Ah, ich bin auf der sicheren Seite, danke. Es ist besser, als auf der Chompy-Seite zu sein. Da, wo du bist. Aber keine Sorge, das Tor öffnet sich, wenn alle Monster besiegt sind. Du musst also einfach nur alle Chompies da drin loswerden. Und alles ist gut. Viel Glück. Ah, da steht schon einer. Ja, da war große Zähne. Vorsicht, Vorbeißen! Oh, warm, warm, warm. Ich hab schon fast einer gebissen. Okay. Hi. Ich halte dir den Rücken frei. Noch mehr. Was ist das? Was ist das? Essen, Essen. Wie kommen wir da rüber? Ja, da komm mit. Ja, da ist ein Portalmarkus. Mein kleiner Elf hat Hunger. Das hier sind Elementartore. Hinter solchen Toren liegen große Schätze. Aber sie können nur von einem Skylander desselben Elements geöffnet werden. Technologie ist das. Okay, dann brauchen wir einen Technologie-Skylander. Du brauchst und Wasser-Skylander, um dieses Tor. Okay, na dann komm, gehen wir mal durch dieses Tor. Ja? Ich hole mal einen Technologie-Skylander herbei. Der Trigger Happy. Du brauchst einen Technologie-Skylander. Du brauchst einen Technologie-Skylander, um dieses Tor zu öffnen. So, meine Elfstelle wiederholen. So
da kommen, aber dann geht er nicht durch, oder? Okay. Doch. Aufpassen. Autsch. Scharf. Buh. Hilfe. Geh schön. Immer schön laufen. Hey, da ist ein Haus. Eine Windmühle. Ja, komm. Ein Amboss. Plus 5 Rüstung. Ja. Das schaut witzig aus. Kann man die nicht irgendwie kaputt machen? Nein, ich glaube nicht. Warum willst du deine Windmühle kaputt machen? Mit schaut einer Kanone. Schön aus. So, nichts wie raus da. Ich gefahre, ich bin so schnell. Du brauchst einen Technologie-Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Du brauchst einen Wasser-Skylander, um dieses Wir brauchen einen Wasser-Skylander. Na dann, her mit einem Wasser-Skylander. Und was war der Wham-Shell. Du brauchst einen Wasser-Skylander, um dieses Geh Tor weg. Zu öffnen. Du stehst im Weg. Geh weg da von der Tür. Hilfe, wir werden verschluckt. Nö. So, wieder meinen Elf. Boink. Da, brav die Münzen einsammeln. Du boink, du. Oh, gut. Nein, die Münze ist runtergefahren. Oh. Und wieder ein Geschenk. Rütteln, rütteln. Oh, ein Kochtopfhut. Ein Pfannenhut. Ja. Sehr modisch. Jetzt habe ich mir alle im Tee drauf. Oder im Tee drauf. Na, wenn schön macht. Ich war voll im Wasser. So, dann müssen wir noch runter die Münzen holen. Und da war ja auch eine. War da nicht irgendwo eine Kiste? Ja. Ah, die hätten wir fast vergessen. Rütteln, rütteln, rütteln. Kohle, Kohle, Geld, Geld, Geld. So. Nein, ich wurde verschluckt. Ich wurde. Was? Ja, vom Wasser. Ja. Du brauchst einen Technologie-Skylander, um dieses Tor zu. Ja, haben wir schon erledigt. Yummy. Schön alles kaputt machen. Mach mir ein Zombies, oder? Der Wirbelsturm! Halt! Bei meiner Kniekehle! Der königliche Palast der Mabu ist verschwunden! Und, oh nein, da! Die königliche Familie steckt fest! Du musst sie retten! Na, dann tun wir das doch! Zombies! Angriff! Ah, boom, 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 boom. Käse? Da, ich schieb mal die Schildkröte. Ah, da gibt's noch Fässer. Bleib. Da, komm. Da oben ist eine Schatzkiste. Die werden wir uns auch holen. Geronimo! Uah! Rüttel, rüttel, rüttel. Du willst schon wieder das ganze Geld nur für dich. Du! Gieriger! Komm, du jetzt öffnen! Yeah. Endlich sind wir frei! Danke, so, Skylander. Wir haben euch gerettet! Du hast es geschafft! Dank dir konnten alle Dorfbewohner rechtzeitig evakuiert werden. Das ist erst der Anfang. Es gibt Berichte von schrecklichen Katastrophen überall in den Skylands. Ja, und es wird noch eine geben, wenn wir nicht in die Gänge kommen. Der Wirbelsturm erreicht uns. Oh, stimmt. Wir sollten uns in Sicherheit bringen. Ich erkläre unterwegs alles. Komm, Spyro. Ziemlich ein heftiger Wirbelsturm. Ja. Oje. Du schau, jetzt reißt alles weg. So, und wir haben alles erfüllt.
Alle Gegnerziele, kein Leben verloren, alle Gebiete gefunden, alle Seelensteine, legendären Schätze und Hüter, die Schatzkisten und die Schriftrolle. Und vor allem die Dorfbewohner gerettet. Yep. So, jetzt bin ich gespannt, wo wir hinfliegen. Solange man sich erinnern konnte, wurden die Skylands von den weisesten und mächtigsten aller Wesen beschützt. Den Portalmeistern. Und der beste von ihnen war Meister Ion. Er und seine Skylander beschützten den Lichtkern. Ja, da bist du. Seit Jahrhunderten hatte der Lichtkern die Welt bereichert und die Finsternis in Schach gehalten. Die ultimative Macht des Bösen. Aber jetzt war Ion der letzte Portalmeister. Und da er im Alter immer schwächer wurde, wusste er, dass die Finsternis früher oder später zurückkehren würde. Meister Ion, die Wolken, stimmt etwas nicht? Hast du schon mal erlebt, dass finstere, ominöse Wolken Gutes verheißen, Hugo? Boah, was kommt denn da? Was ist das? Geh an deinen Platz, Hugo. Skylander, die Finsternis ist eingetroffen. Bereitet euch auf den Kampf vor. Ich bin es, Chaos. Ich warte schon lange auf diesen Tag, um Rache zu nehmen. Bald werden die alle vor mir niederknien. Chaos, K-A-O-S. Chaos, ich hätte es ahnen sollen. Und was hast du mit deinem Kopf gemacht? Das sieht lächerlich aus. Was? Mein Kopf ist ehrfurchtgeregen, sagen sie. Das ist... Fürchte ihn! Fürchte meinen riesigen Schwebekopf! Siehst du? Ich hab ja gesagt, er ist nicht gruselig genug. Ruhe, Glamschecks! Ich glaube, von dem kann man sich nicht kriegen. Es reicht! Du dachtest wohl, du hättest mich in die Outlands verbannt. Ich, Chaos, kehre zurück, um den Lichtkern zu zerstören. Und die Skylands als Imperator zu regieren. Und du bist so alt und schwach, Ion, dass du nichts dagegen tun kannst, ja? Ich habe es dir schon mal gesagt, Chaos. Du bist ja machtlos und die Finsternis genauso. Ach ja, wirklich? Das werden wir ja sehen. Skylander! Jetzt zaubert lauter Monster herbei. Ja. Ah, oh, jetzt greift das Bauer an. Der Gilkorn. Terrafilm. Das war nicht schlecht. Und das Trigger hätte ich. Jetzt hab ich es. Wir verlieren. Starten wir jetzt also Plan B? Nein, Glamshanks! Ich habe eine viel bessere Idee! Nehmen wir... Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Nicht der Kern! Nein! Wow. Oh-oh. Wie? Meister Ion? Das ist ganz finster. Und an dem Tag wurde der Lichtkern in die Weiten des Universums gesprengt. Und die Skylands verloren ihre größten Beschützer. Aber es gibt noch mehr zu erzählen. Die Skylander trieben immer weiter und weiter von der Energie der Skylands fort und fingen an zu schrumpfen, bis sie deine Welt erreichten, wo sie darauf warteten, gefunden zu werden. Und Meister Ion, er hat überlebt, aber er war verändert. Er wurde zum Geist. Ohne seinen Körper konnte er nicht gegen Chaos und die Finsternis kämpfen.
Aber jetzt haben wir ja dich, junger Portalmeister. Genau, wir machen das jetzt, oder? Was ist denn das? Sieht aus wie unser Landeplatz. Ja, unser Zuhause vielleicht auch. Den Portalen sei Dank, wir sind heil geblieben. Also, wie du siehst, ist der Lichtkern zerstört und die Skylands sind in großer Gefahr. Der Wirbelsturm war sicher kein Zufall. Das ist das Werk von Chaos. Chaos. Oh, der geht mir echt gegen den Strich. Wenn ihr es mit Chaos aufnimmt, bin ich dabei. Das freut mich, Flynn. Kaylee will uns auch helfen. Kaylee? Von dem Mädel habe ich schon einige Dinge gehört. Interessante Dinge. Wenn sie dabei ist, bin ich doppelt dabei. Klasse! Wenn du bereit bist, geh mit Flynn zum gefährlichen Grasland. Ich mach den Ballon schon mal startklar. Und wenn du noch mehr von diesen Schafen mitbringst, werde ich dir nie verzeihen. So, wir haben das erste Abenteuer erfolgreich bestanden, die Trümmerinsel. Wir werden hier an dieser Stelle die Folge beenden, bevor wir dann Kaylee befreien. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Wir bedanken uns bei allen Abonnenten. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte ein Däumchen nach oben. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!